Ich glaube, ich stehe im Wald. Helf dem Naturkindergarten im Kirchwald mit einigen praktischen Projekten. Außen am Bauwagen soll eine Überdachung mit Kleiderhaken für die Rucksäcke der Kinder angebracht werden. Die Erzieher und Eltern wünschen sich ein Regal mit Boxen für die Wechselkleider der Kinder im Bauwagen. Jacke anhat, kriegt das hin. Super. Ihr dürft ein großes Fußballspiel Billard bauen und mit einem Turnier die EM einläuten. Bonus: Um ein vollkommenes Fußball-Highlight daraus zu machen, könnt ihr nach Tischkickern suchen und diese ebenso ins Fest einbinden. Viel Spaß! Das hin, Annelie. Oh Gott. Raus aus dem Winterschlaf. Das Tretbecken der Kneipenanlage am Schloss Braunfels soll sommertauglich gemacht werden. Sie hat Kneipenanlage vorgelesen. Es geht aber um die Kneipanlage. So Wassertreten, ja? Also, ihr Lieben, das Tretbecken soll im Allgemeinen aufgehübscht werden. Dafür sollt ihr das Unkraut entfernen, Rasen mähen und das Becken reinigen. Danach könnt ihr neuen Rasen säen, eventuell Blumen pflanzen und den Bereich schön und attraktiv für BesucherInnen gestalten. Bonus: Gestaltet für euch einen schönen Gruppenabschluss, vielleicht mit Wassertreten. Viel Spaß! Ein menschliches Gesicht und schicke Himmel. Warum sind wir hier? Super! Bienen füttern beim jungen Gemüse. Also das junge Gemüse ist ein Lernbauernhof. Ein Bauernhof, der aber noch zu einem Lernbauernhof erweitert werden soll. Und dabei seid ihr ganz wichtig mit eurer Aktion. Stellt einen Bienenfutterautomaten auf, mit dem Besucherinnen und Spaziergängerinnen den heimischen Bienen Futter zur Verfügung stellen können. Besorgt Pflanzmaterial für ein großes Staudenbeet. Hier können auch gerne private Spenden verwendet werden. Gestaltet eine kreative Beschilderung für die wichtigsten Orte in der Gärtnerei. Befreit den Schaukasten vor dem Gelände von Wildwuchs. Es gibt noch was, was ihr tun könntet, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr helfen, einige Beete in Kräuterbeete umzuwandeln. Zudem gibt es noch einige Stellen, die verputzt oder gestrichen werden müssen. Boah. Und einmal hier hochkommen dann. Die Clubs bauen ein neues Zuhause für alle. Auch im Schul- und Clubgelände soll es grüner, bunter und heimischer werden. Auf dem Gelände könnt ihr attraktive Angebote für die heimischen Insekten, Bienen und Vögel gestalten. Baut deshalb einige Nistkästen für Vögel und Insektenhotels auf. Ihr könnt außerdem eine neue Blumenwiese anlegen und bepflanzen. Damit ihr euch zukünftig heimisch fühlt,
könnt ihr einen Holzcontainer zu eurem Jugendclub umbauen und gestalten. Bessere Welt, unsere eine Erde.